Da-da-da. Oh, ein Pelikan, oder? Kriegt man jetzt wieder so einen Action-Pelikan? Ich will vorne sitzen. Ich schlaf oben. Ich glaube nicht, dass mir Fliegetür. Ja. Wow, was da rein? Eine Atombombe. Nee. Irgendeine heftige Bombe wahrscheinlich. Das ist die Helo-Bombe, Mann. Aber ich glaube kein Pelikan, das ist irgendwas Größeres. Nee, das ist glaube ich doch ein Pelikan, oder? Nee. Nee, das ist ein Pelikan, Alter. Ein Pelikan. Das ist ein Pelikan! Wenn ich's Mann, das ist ein Pelikan 2. Ah! Na dann! Fliegt da der der Takt. Schlawiner. Während die Musik fröhlich vor sich hin plätschert. Naja, eigentlich. Ja, wie nennt man das? Mehr Kult. Episch. Ja, oder so. Episch. Schiff des Didaktikers noch 200 Kilometer entfernt. 200? Wie viel müssen das dann sein? Sobald wir an Bord sind, suchen wir die Brücke. Oh, Alter. Unsere Schilde sind 200 Kilometer. Ausgelegt. Nein. Aber die des Didaktikers schon. Wow. Ja, die 20 Kilometer gerade zu einer 2 Sekunden überbrückt. Wohl wahr, wa? Jetzt pass auf, jetzt findet er perfekt die Lücke hier. Nicht schlecht. Der Chief ist halt der Fuchs. Okay, der zieht direkt zur Erde oder was? Ich denk mal schon, wa? Wäre nicht so cool. Wow, oh, wie doch. Geil, Alter. Dürft ihr auch fliegen, oder? Ja, Mann. Geil, zu dritt. Kann man die Waffe wechseln, jawohl. Oha. Das MG und Rakete. Boah, das geht voll ab. Nein! Ich bin tot. Irgendwie erinnert mich. Waffe wechseln auf Y. Irgendwie erinnert mich die. Ja, Rakete und Ding. Irgendwie erinnert mich die Mission jetzt gerade so ein bisschen an Star Wars auf dem Todesstern. Ja, gell, ein bisschen. Wow! Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Shit! Ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Der letzte stabil. Aber ohne Witz, das ist, glaub ich, wohl von dich geklaut, oder? Star Wars, ja. Ja, so. Tron Star Wars, da haben sie sich inspirieren lassen. Ja, du bist schon wirklich gegen die Wand geflogen. Jetzt hin. Ich glaube, ich muss da runter, oder? So, ja. Ich hab's kapiert. Alter. Das erinnert mich sogar noch mehr an Episode 6 in der 1 fliegen. Boah, das mit der Rakete ist nicht so cool. Weil, da hast du nicht so wenn mehrere Ziele auf einmal sind. Weil wenn jeder von uns immer schießt. Wahaha. Aber geile Mission, ey. Haben sie mal. Alter, ich war doch durch. Ich glaube, man darf zu schnell vorfliegen. Das ist wie die eine Ding-Mission schon. Dann gehen die Dinger zu früh zu, weißt du? Am besten ohne Schuh, oder? Oder, okay, doch mit Schuh. Ich komme dann nicht durch. Alter, ist die Erde da oben? Ja. Alter, wie geil es aussieht, bitte. Alter, die Erde. Die Heimat. Der Ursprung. Oh, ich war zu weit oben, da hat es mir angezeigt, ich soll runterfliegen. Wollt ich abhauen, wa? Ja, ich hab keinen Bock mehr. Yeah. Hier ist der Master Chief. Wow, wow, wow. Boah, Alter, ich muss. Boah. Ich bin voll der Star-Pilot, Mann. Zack. Nein! An die Kante. Alter, das, jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Schnickst du mich jetzt gerade hier? Oh, jetzt ganz knapp nicht. Ich hasse es, wenn es so wackelt. Ja, so ist das halt im Krieg. Da wackelt. Da ist noch eine Lücke. Alter, zu viert ist noch heftiger. Da würde man sich die ganze Zeit auf den Weg fliegen. Krieg der Sterne in Halo, Alter. Ohne Witz. So Raumschlacht wäre auch mal cool. So richtig. Ja. Zack.
Nein! Wir sind die entscheidende Protonentorpedos in die 2 Meter große Schacht werfen, damit die Kettereaktion ausgelöst wird, Jungs. Ah, halt, wieder falscher Film. Ich hab mich eh schon immer gefragt, warum der dann so eine Vorrichtung hat, wo man ihn so leicht zerstören kann, ne? Wird doch erklärt, warum. Echt? Ja. Was wir nicht abstößen können. Oh, yes! So oft wie ich sterb, sie stehen die Chance für die Erde schlecht. Seid ihr alle vor mir, oder? Ne, ich bin letzter. Shit, ja. Wo lang? Rechts. Boah! Oh nein, das ist echt zu eng. Mann, das ist... Alter, oh, ich hab's irgendwie mit 100 Kollisionen überlebt. Alter, ihr seid eh weit vor mir. Die Infinity kämpft jetzt, glaube ich, gegen den Erzeuger hier. Ne, das ist ja... Also gegen Erzeuger schon noch so Gerät. Gerät? Schnur Gerät. Was steht, Alter, ich bin ab. Das ist der Erzeuger. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Der Erzeuger schon mal vor dem Chef. Oder wie heißt's hier? Oh, Alter, das kann ich respawnen und flieg gleich in die erste Wand. Gerät ist immer vor dem Chef. Nicht Geschäft. So, da überhol ich mal, weil ich's kann. Wow. Fuck. Alter, da geht's ab. Boah, wie geil, bitte. Infinity, der Didaktiker hat uns den Zugang zum Erzeuger versperrt. Super. Macht alles fertig! Das sind so Dinger, so drehende Geschütze, die schalten wir mal aus, oder? Yeah, wir kümmern uns darum. Ja, das sind die, wo wir auch mit Mammoth aus, gerade unten müssen wir, mit Mammoth ausgeschaltet haben. Ich glaube, unten reinschießen. Alter, ich fühle mich wie Han Solo, Mann, wie gut! Hey, ich komm, da kann er nicht reinschießen, könnt ihr da reinschießen, oder? Ich glaube, muss seitlich durchfliegen irgendwie. Also nein, wirklich. Rechts und links ist offen, vorne. Ah, ja, genau. Freunde. Und ich bin tot. Ja, da sind voll viele Geschütze angebracht. Einer ist kaputt. Ja, ja, aber einer zerstört. Zack. Ihr macht es schon. Kannst du nicht respawnen, oder was? Nee, weil meine Gegner sind nicht leer. Jawohl, Alter. Wo ist die letzte, Mann? Da hinten. Ahnung. Wer war das? Der Captain vom Schiff? Ja, nicht der Captain, das ist der andere Typ, wo uns auch der Pelikan gegeben hat. Ah, das ist kaputt. Der ist cool. Wie heißt der? Alles klar, hat... Infinity. Traum. Verstanden, Chief. Sie halten weiter Abstand. Hauptgeschütze, Feuer! Infinity ist halt auch groß. Wow! Da war ein Loch. Geschütze-Loch. Wir begeben uns hinein. Oh, komm. Jetzt wird's. Jetzt geht's los. Aber was. Jetzt wird's richtig Star Wars mit reinfliegen. Juhu! Jeeha! Alter, wie knapp alles ist. Ich hab fast schon so wie uncharted. Alles auf dem letzten Drücker. Oh, yes! Ey, bei mir war schwarz, ich hab nichts gesehen. Ich hab's noch gehört. Oh, dumm. Oh, der ist kaputt. Und was machen wir jetzt? Ihm geht's halt noch voll gut. Ja. Dann nimmt er den Sprengkopf. Achso. So eine riesen Rakete in so einem Sprengkopf. Zack. Ach, was meinst du, wenn der Star drauf geschossen wird? Ja. Was meinst du, was ich jetzt vorhab? Der Rad ist jetzt die erste Bombe. Weiß ich nicht. Sag mal. Ja, du schon? Ja? Nee. Also einer schon? Nee, ihr habt's nicht, oder? Aber du. Aber ich. Was jetzt zu tun ist, aber... Wir werden den Sprengkopf per Hand anbringen müssen. Wie und wo? Ich weiß immer, was zu tun ist. Ich weiß immer, was zu tun ist. Gut, dann erzähl mal. Scan weiter nach dem Erzeuger. Wir lassen uns unterwegs was einfallen. Das kennt uns erstmal, ja. Ich hab die Dinger vermisst. Nicht. Nicht. Das Auge wieder auf und mit, wo jetzt gerade erschienen ist. Ja, dass der da weg ist. Ich will aber den Predator-Sniper wieder haben. Den Dreier auf. Hab ich noch eine Waffe? Ah, eine Granate? Nee, was ist das? Was Nuklearsprengstoffe? Achso, das ist so eine MG, was wir noch haben. Komisch. Was? Schön, Zeichen hier.
Wo geht's lang? Hier lang? Ja. Wenn dich schon Vernunft nicht aufzuhalten vermag, dann wird dich rohe Gewalt wenigstens verlangsamen. Da hat er wohl wahr, ne? Rohe Gewalt. Ich finde ja das Trommelmagazin oder wie man das nennt, auch extrem cool an der Waffe. Die Sword, wie die heißt. Ja, auch damit, du! Aber echt? Du hast auch keine Erziehung, Genosse! Du Promethianer. Du ehemaliger Mensch. Ehemaliger Mensch? Was hab ich denn hier eigentlich? Doppelgänger, oder was? Ja. Ah ja, das ist ein Doppelgänger. Da lauft einfach vor. Ich glaube, der lauft dahin, wo du hinziehst in dem Moment, glaube ich. Oder? Ja. Nee, der bleibt einfach stehen. Nein, der lauft dahin. Achso, das ist ein anderer Doppelgänger. Und dann schieße sie auf den und dann hoch. Alter, wie viel denn? Ich könne nix, ich habe noch gleich keinen Schuss mehr. Ich muss mal gleich mal die Waffen von denen grabben. Nehmen Sie den Durchgang nach links. Links. Links, der Daumen rechts, das habe ich mal gehört. Also ich finde die Waffe übel stark mit der Trommel, ne? Ja, aber ich habe noch 10 Schuss, deswegen weg. Oh oh. Wuhu! Ich verlasse dich nicht versprochen, Schatz. Bam! Scheinbar doch noch zu etwas Nutzen. Ich habe eine Energiesignatur direkt vor Ort. Ich gucke halt mal runter. Es ist ein Transitsystem, so wie das auf Requiem. Versuchen Sie darauf zu treffen. Was gibt's hier? Munition. Weapons. Alles klar, Cortana. Du machst. Oh Gott. Ich werde uns eine Route zum Erzeuger suchen. Setzen Sie mich ins System ein. Oh no. Oh, mal wisst ihr was? Das sieht schon voll gefährlich aus, ey. Hab ich die Sniper eigentlich? Nee. Oder? Nee, das ist die Ding war. Müssen wir jetzt darüber springen oder was? So gut vor mir verborgen hast, diese hochentwickelte. Wow. Was ist das? Ah, da müssen wir durch. Oh! Verdammt, ich bin einfach so reingekommen. Ich auch. Ja, Hund. Das waren dann mal ehemalige Hunde, oder wie? Wahrscheinlich. Zufällig waren es so viele. Das waren humanoide Hunde. Oh Mann, ey. Mann, der Taktiker nervt. Der Taktiker. Der Taktiker und die Protagonisten. Alle Halo-Fans hatten mich abgrundtief, weil ich die Namen schmutzig wahrscheinlich.